Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück bei unserem Parkplatz-Simulator. Und ja, das neue Update ist ziemlich frisch raus. Wollen wir natürlich direkt mal gucken, dass wir das freischalten und mal gucken, was uns dort unten alles erwartet. 45.000. Wir haben zum Glück gestern ja noch einiges gespart. Ah, mal gucken, das interessiert mich jetzt, ob hier was mehr dazugekommen ist. Nein, nein. Vielleicht brauche ich eine Videokamera. Deko auch nichts Neues. Ich nehme mal die Dinger mit. Und da ist auch nichts Neues dazugekommen. Ne, leider ist echt nichts dazu gepackt worden, außer das da unten. Aber gut, das schauen wir uns gleich an. Nur erstmal, dass unsere Lieferung da hinten angekommen ist, damit ich das Zeug direkt mitnehmen kann. Dann laufen wir nicht zweimal hin und her, weil... Ah, oh, es geht doch hier runter. Sehr nice. Ich dachte, ich hatte schon die Vermutung, dass ich jedes Mal bis da hinten hinlaufen muss. Aber zum Glück nicht. Zum Glück nicht. So. Machen wir schon mal hier auf. Wir müssen jetzt gleich an die Ecke kommen. Jo. So, tschüss, Matiot. Dann gucken wir mal. Nehmen wir uns hier die Sachen mal mit. Dann können wir austesten, was wir da unten alles brauchen. So sieht das aus. Gucken mal hier. Kamera. Hier nicht. Nee. Gut, Kameras brauchen wir schon mal keine. Gehe ich mal davon aus, brauchen wir auch nicht. Ja, wir gucken sogar durch die Decke schon durch. Haben wir schon so halbwegs klar, aber... Aber ich ja nie. So, hiervon brauchen wir aber. Und zwar brauchen wir davon eine Menge. Da läuft er auch spazieren, schön. 2, 3, 4, 5, 6. Pro Platz 6 würde ich sagen, also 24 von diesen Lampen brauchen wir dann. Ne, würde ich mal so sagen. Gut, gehen wir erstmal wieder hoch. Wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Farbe. Wir brauchen sicher auch wieder diese Poller. Schön, dass hier unten Gras ausgelegt ist. Also, ich jetzt Gras. Ah ja, egal. Ganz ehrlich, besonders schön ist es nicht. Einfach kantig, eckig, ein Klotz, grau, fertig. Und dann Gras hier. So. Einfach ein Layout von oben kopiert, ein bisschen gedreht und hier runtergesetzt. Also das... Es war gratis. Das macht es vielleicht nochmal besser. So. Ja, das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. So, dann gehen wir einmal hier hin. Dann hole ich einmal die Lampen. So, 24 hatte ich, glaube ich, gesagt. Das heißt, 23 brauchen wir davon noch. Müssen wir schon zweimal laufen, um das zu machen. Ich kann aber auch schon mal dann für den Rest Farbe bestellen, bis wir voll sind. Genau, okay. 41? Ich weiß gar nicht.
wie viel da unten hinpassen. Ich würde schätzen, dass es mehr als 41 sind. Sonst verkaufen wir was davon. Aber ich gehe spontan. Davon aus, dass hier und da geparkt wird. Also mehr als 40 auf jeden Fall. Ansonsten habe ich mich total verschätzt. So, da kommt schon unsere Fuhre an. Nur mal ganz kurz hier. Kloppt schon wieder einer. Hey, get the hell out of here. Mach dich weg. Dann hole ich mir erstmal die Lampen, so viele wir gehen. Einmal da, einmal da. Zweimal hier. Wieder da. Da. Den hatten wir schon. Sehr gut. Okay. Gut. Dann nehmen wir jetzt die restlichen Lampen. Vielleicht noch ein, zweimal Farbe mit. So, die alle. Ja, so viel Farbe war es jetzt auch nicht, was ich mitnehmen kann. So, dann mit den Lampen an. Perfekt, wunderbar. Okay. Hier 5, 6 vielleicht, 7, 8, 9. Das müssten dann 9 sein. Erstmal die ganze Farbe. Ups. Und dann müssen wir gleich gucken, dass wir wieder neue Farbe bestellen. Aber erstmal muss ich mal ein bisschen leer machen. Klick, 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 klick. Sehr schön. Da. Okay. Neue Farbe.
gleich die ersten Autos schon hier runter. Das schon. Sehr schön. Papier. Hat genau gepasst. Sehr schön. Kommen schon die ersten Autos hier rein. Wunderbar. Da das Licht jetzt tagsüber hier unten ausgeht, ist auch ein bisschen. Ach, egal. Das sind halt so Details. Da hätte man als Entwickler aber durchaus ein bisschen drüber nachdenken können, anstatt einfach reinzuklatschen. Hier so ein Gras hinzumachen. Ach, egal. Das sind so Feinheiten, die stören mich gerade so ein bisschen. Ganz kleines bisschen. So, noch die zwei Felder müssen wir jetzt noch machen. Das müssten, wenn ich mich gerade nicht total verrechne, 36 Farbe sein, die ich dafür brauche. Und wir haben noch hier 5. Das heißt, 31 kaufe ich. Das war's. So, dann warten wir, bis der kütt. Dann wird hier alles voll mit den Feldern gemacht und dann, tja. Gucken wir mal, was uns das hier alles einbringt dann. Müsste ja normalerweise relativ zügig alles funktionieren. Ist noch so eine Ebene dabei. Wenn alles voll ist, müssten die Autos ja immer weiter rausfahren. Wie geht's? Sechzehn haben wir mitgenommen, 15 haben wir noch da. Das heißt, das haben wir bald fertig. Das schon wieder. Level 8 erreicht sogar. Das ging schnell. Level 8 kam mir jetzt schneller vor als 7. Also kann man schon verjagt. Gut. So, Level 8. Er ist auch gelb gefüllt immer noch, ne? Aber ich glaube nicht, dass dadurch jetzt hier was mehr gekommen ist, ne? Open, open, open. Hier ist gar nichts. Und hier... Das ist alles genau gleich geblieben.
Ach so, stimmt. Jetzt können wir ja schon mal die hier bestellen. Was waren 36, 72, ne? Krieg ich so viel rein? Ja, sehr schön. War doch 72, oder? Ich glaube ja. Schön, das Feld ist fertig. Und die noch. Jetzt fehlt mir eins. Hey. Genau berechnet. Wunderbar. Huch. Fällt mir jetzt gerade erst auf, da unten rechts, da sehe ich, was für diesen Parkplatz das Parken quasi kostet. Okay. Ist auf jeden Fall interessant. Rein mit dir. So, jetzt holen wir uns so viele von denen, wie es geht. Oh Mann. Noch weniger. Boah. Okay. Dann müssen wir das ein paar Mal machen. Jetzt zum Beispiel hier habe ich ja relativ viel Deko, ne? Die kostet pro Stunde 37,25. Basis ist 10, 12 für das Parking Stuff, keine Ahnung, ich schätze mal, das ist das Ding hier und das Ding, Parking Stuff vielleicht. Hm. Dann haben wir noch Dekor. Hier ist, habe ich das Ding weggemacht, genau, deswegen ist Parking Stuff nur noch 2 Dollar. Und Dekor ist 14. Weil da habe ich zum Beispiel hier diese Pötte und alles und hier nur die Hecke. Mhm, mhm. Okay, gut. Scheinbar alles, was ich hier in diesem Grasfeld reinstelle, zählt für diese ganze Parkreihe. Und da genauso, was ich da reinstelle, zählt für die ganze Parkreihe. Okay. Gut zu wissen. Irgendwie mal hinten an. Das ist irgendwie so ein Fable von mir. So, okay. Dann. Jetzt sieht man das hier leider nicht. Haben wir gleich. Erstmal die ganzen Dinger da rein. Hier ist nämlich jetzt schon auf 12 und hier ist er noch auf 10. Also diese Dinger bringen 2 Dollar pro Stunde. Ja. Wieder 20 Stück.
Schön. Ah, hier ist aber noch nicht so viel los, ne? Könnte noch ein bisschen mehr los sein hier unten. Schön. Gut. Dann die nächsten 20. Ja, wie fandet ihr das Spiel soweit? Würde mich mal interessieren, weil ich gehe mal davon aus, dass jetzt hiervon erstmal keine Folgen weiterkommen werden, bis sich da wieder ein bisschen was Größeres tut. Das wollte ich mir jetzt nur auf jeden Fall mitnehmen, weil es war halt einfach naheliegend, wenn das eher quasi so zeitnah gekommen ist. Was mir hier fehlt, ist so ein bisschen mehr Möglichkeiten, andere Dinge zu machen, weil wir sind jetzt an dem Punkt dran, wo wir quasi fertig sind. Es käme jetzt nur noch quasi Geld warten, Deko machen. Das wäre jetzt so das, was noch übrig bleibt. Und die Einnahmen maximieren. Jo. Aber dann war es das auch, weil wir haben keine Möglichkeit, nachher mehr die Eingaben irgendwann auszugeben. Ah, wo ist er? Hey, get the hell out of here. Da rennt er. Da rennt er. Aber ja, schreibt gerne mal in die Kommentare. Habt ihr das Spiel selber gespielt auch? Wie hat es euch so gefallen? Grundlegend ist es sehr solide, das muss man schon sagen. Aber sehr platt. Ich glaube, platt ist das passende Wort dafür. Da fehlt so ein bisschen das Drumherum. Also das, was der Name des Spiels verspricht, das liefert es auch. Aber eben auch nur das und keinen Doi mehr. So, fertig. Wunderbar. Wir haben alle aufgebraucht. Perfekt. So. Können wir halt noch gucken, dass wir hier diese Dinger quasi oben noch überall hinbauen, unten nochmal überall hinbauen. Weil die halt schon einen großen Unterschied machen mit 10 Dollar die Stunde mehr. Und dann natürlich Deko. Deko, Deko, Deko. So, haben wir noch irgendwas hier? Nur der Zaun. Ja, als nächstes eben dann im Grunde hier das dran. Das ist viel. 19 Stück kann ich mir quasi holen davon. Und dann können wir die noch schön verteilen nachher. Und dadurch halt nochmal viel mehr verdienen. Noch so ein bisschen auch sehen. Ja, der hat 166 bezahlt. Das ist jetzt zum Beispiel relativ wenig im Vergleich zu anderen. Es gibt andere, die zahlen halt echt an die 500-600, wenn die hier rausfahren. Das heißt, der gerade stand an so einem Billigparkplatz. LKW schon durch. Ich glaube ja. Gucken wir uns trotzdem noch kurz an. 110 kommt auch von einem Billigparkplatz, sehr wahrscheinlich von unten oder so. Hier 756, der stand auf einem teuren Parkplatz. Die müsste auch auf einem teuren gestanden haben. Ja, 650.
Das macht halt schon einen Unterschied hier. 150 die Billigparkplätze und hier 650 für die teuren. Kann man natürlich nochmal ordentlich maximieren. Natürlich, glaube ich, relativ lästig. Ja, immer nur 4, 4, 4. Da schleppt man sich einen Buckel. Aber erstmal den wieder hier hin. Den wir da geklaut hatten. So. Jetzt. Halt mal direkt hier schon ein Unterschied. Dekor 15. Warum ist hier 15 Dekor? Ich habe hier nichts stehen. Was die Lampen? Glaube ich. Zählt das von unten hier hoch vielleicht? 15 Dekor ist ja schon viel. Gucken wir mal ganz kurz unten. Yep. 15,25. Und hier habe ich alles voll geballert wie Sau. 11. Sind das die Lampen? Andere Erklärung habe ich schon fast gerade nicht. So, Geschäft, Light. Ne, die geben nur Reputation. Kann es nicht sagen. Vielleicht liegt das allein schon an der frischen Luft da oben. Da kommt schon wieder einer gelaufen. Hey, get the hell out of here. War leider zu schnell, um den Knüppel auszupacken. Ja, weg damit. Ist er dran? Ja. Gut. Na gut, dann würde ich sagen, haben wir das erstmal fertig. Wir haben unseren Keller hier fertig. Können natürlich noch jede Menge Zeug hier rein stopfen. Damit das Gras hier auch... Okay, lassen wir das Gras Gras sein und schauen mal, was hier sich in dem Spiel noch so tut. Wie gesagt, wird jetzt erstmal, denke ich mal, keine Folgen davon geben, außer ich habe irgendwie komplett die Inspiration, dass ich hier Blumentöpfe aufstellen will. Viel mehr gibt es als Deko ja auch nicht, so gesehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder bei einem anderen Game wieder. Ich wünsche euch was und Madet Jod, schwenkt der Hut, grüß euch Jod, ich bin fort.